Ich grüße euch, edle Damen und Herren, und heiße euch herzlich willkommen zurück in Infos Game und zu Kingdom Come Deliverance. Wir befinden uns hier vorm Wohnhaus von, wer ist der Wolfram? Wolfgang Bruder. Den sollen wir beklauen. Und ich vermute, er schläft. Ich bin vorher schon einmal ums Haus außen rum geschlichen, um zu schauen, ja. Der gute Mann schläft. Das trifft sich gut. Mal gucken, ob wir ihn, Wolfram heißt er, ob wir ihn bestehlen können. Also viel Zeit haben wir nicht, um ihn, da ist der Ring. Perfekt. So, und hier Taschendiebstahl, eine Spezialisierung. Können wir noch ein Schloss knacken, wenn wir Bock drauf haben, wenn wir schon mal hier sind. Haben wir dann natürlich Bock drauf. Gut, er schläft tief und fest. Und hier gibt es aber gar nichts. Schade. Aber vielleicht bewahrt er seine Schätze einfach irgendwo anders auf. Ich weiß immer noch nicht, ob er ein ehrlicher Händler ist oder nicht. Schläft jemand drin? Seine Frau, vermute ich. Auch hier schläft jemand. Ich nehme mal dieses eine Schloss hier noch mit. Ein Wächter. Uff. Aha. Viel unangenehm. So, eine Fackel brauchen wir wieder. Und dann müssen wir mit dem Landstreicher reden. Für den wir diesen Ring klauen sollten. Der sitzt wahrscheinlich am Feuer oder pennt irgendwo. Oder pennt irgendwo. Da ist er. No, clear off. Let me sleep. Oh, ich habe den Ring für dich geholt, du Nase. Ja gut, dann werde ich wahrscheinlich mal einen Cut machen müssen und mich nochmal schlafen legen irgendwie. Gibt's da was? Der Familienring, den ich für die Witwe stehen sollte. Sie hatte ihn einem Wucherer verkauft. Das gekochte Hasenfleisch ist nicht mehr so richtig gut. Das schmeiße ich mal hier auf die Straße einfach. Ja, dann mache ich einen Cut, leg mich hier selbst ein bisschen schlafen noch und dann reden wir morgen früh mit dem Landstreicher. Schade. G'day, Henry. Unser Freund der Landstreicher ist wach und da kommt auch direkt die Leiter hochgekrabbelt. God grant you health. How may I help you? I've got that ring. Und das war schwierig. That'll bring tears of joy to that poor widow. I hope you filled your own pocket while you were at it. You're a handy lad. You could be king of all the thieves in Rat-Eye. Mm-hmm. What else was? Have you got for me? Something really special this time. There's a stuck-up cloth merchant from Ledechko who comes to Rat-Eye from time to time. The bastard claims poverty is God's punishment on us for our sins. I'd like to show him what God's punishment looks like. Now, if you were to lift his guild seal from his pouch, he'd never live down the shame of losing it once the guild gets wind of it. The mills of God grind slowly but surely, eh? And we'll help them along. As a reward, I'll get you something really wonderful. Just wait and see. Okay. Das könnten wir machen. Aber erstmal schauen wir. Wir haben nicht Taschendiebstahl-Spezialisierungen. Vielleicht haben wir da jetzt was Gutes hier. Enthüllt die Werte von der Hälfte der Gegenstände in der Börse des Opfers. Enthüllt sofort einen Gegenstand im Inventar des Opfers. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, ich glaube, ich nehme den diebischen Blick.
Das scheint mir noch am nützlichsten zu sein. Ich weiß, ich habe noch einen Punkt, aber der Rest, weiß nicht, ist für mich jetzt nicht so nützlich. Und dann schauen wir mal auf die Karte, wo ist denn unser nächstes Opfer? In Ledetschko. Okay, da müssen wir sowieso durch. Deswegen können wir das auch machen, wenn wir unterwegs sind. Ja, Wildschweinfleisch immer noch. Habe ich natürlich jetzt keins dabei. Umgelaufen. Hungrig sind wir nicht, das heißt, wir können eigentlich unverzüglich aufbrechen. Ja, hier werde ich nochmal kurz mit dem Reparaturset rübergehen. Waffen sind alle in Ordnung. Sehr schön, so mag ich das. Und vielleicht schaue ich nochmal beim Waffenschmied vorbei, wenn der offen hat. Und schau mal, ob ich einen guten Anderthalbhänder bekomme. Wenn nicht, sehen wir uns in Ledetschko wieder. Also, bis gleich. Ich bin gerade auf dem Weg nach Ledetschko und bin noch nicht weit gekommen. Und da steht hier einfach dieser Kerl, ein Rätselsteller. Schauen wir mal. How about a small wager, my good man? Not the Aber pants. Gern. A wager over what? It's simple. I tell you a riddle. If you solve it, you get back twice the sum you wager. If you don't, I get to keep your coin. No. Okay, wer ist er denn? Who might you be, anyway? Me? No one important. But you can be sure of one thing, lad. I walk the world, collecting riddles, stories, and sometimes arms. I live from day to day. But enough of my babbling. Do you want to engage your mind? Er sieht aus wie ein Mönch, oder? That sounds good. Let's do it. Now, listen carefully. Fünf In the feast hall, on the table, are 10 candles. Suddenly, a gust of wind throws open the window and blows out 2 candles. A little later, another candle goes out. The servant, therefore, closes the hall window. Now the wind cannot blow out any more. So how many candles can the servant find to relight the following morning in the hall? 3 würde ich vermuten, weil die nämlich nicht abgebrannt sind, im Gegensatz zu den anderen. 3 is the correct answer. While the wind blows out 3, 7 burn down completely overnight, so the next day only those 3 can be rekindled. Well, what can I do? Here's your 10 Groschen. Spend them as best you can. Maybe we'll meet up again sometime. We may well do so. Thank you. Das war interessant. Gut, dann reite ich mal weiter nach Ledetschko und wir sehen uns bei der nächsten interessanten Gegebenheit. Ich bin in Ledetschko angekommen, es regnet so ein bisschen. Und das hier müsste eigentlich das Haus des Händlers sein. Habe ich mich gewaschen? Muss ich mich waschen? Ah, Charisma 17, alles gut. Und ja, da ist der Händler. So, da habe ich mich einmal hinter ihn geschlichen. Wie werde ich seine... Hi. Wie werde ich seine Wache los am besten? Keine Ahnung. Darf ich da rein oder ist es privat? Ups. Is something the matter? Nee, alles gut. Ich müsste halt nur die Wache loswerden. Könnte kompliziert werden. What's it to be? Komm ich hier vorbei? What is it? Komm ich wieder zurück? Ja. What's it to be? Be off now. You don't belong here. Ach so, ich darf da gar nicht rein. Well. Are you looking for someone? Ja, eigentlich nach dir. Wenn nicht so viele Zeugen wären, würde ich dich auch direkt beklauen. Hm?
not in the... Okay, scheinbar darf ich jetzt nicht mal mehr seinen Laden betreten. Lost something here? Oh, er verfolgt mich, sehr gut. Komm mal mit hier rüber in diese finstere Ecke. Okay, scheinbar verfolgt er mich jetzt. What's the matter with you? Zumindest so ein bisschen. Oh, hier ist eine Truhe, die können wir noch knacken. Wenn da niemand schaut. Hey! Anything else? Ich glaube, ich habe ihn umgehauen. Das Gildensiegel, das wollen wir haben. Die Groschen nehmen wir auch mit. Seine Schlüssel auch. Jetzt steht sie natürlich hier. Das Schloss trotzdem knacken. Ja, wir können. Da ist aber nichts drin. Okay. Gut, dann sollte ich mich vielleicht verpissen, bevor irgendjemand drauf aufmerksam wird. Wo ist mein Pferd hingerannt? So, schnell die Hände in Unschuld waschen. Nee. Und dann folgen wir unserer Hauptquest weiter. Nach, schon wieder vergessen, wo das ist hier, dieser wunderbare Ort. Das ist nicht Halmberg, ne? Was ist denn das hier? Merhuyet ist das. Genau, nach Merhuyet. Und dann sehen wir uns in Merhuyet wieder. Ja, unterwegs dürfte auch nichts Spannendes mehr passieren, denke ich. Ich schau mal. Falls doch, seid ihr natürlich gleich wieder mit dabei. Cut. Da sind wir auch schon in Merhuyet. An der Mühle. Und die Leute hier sind misstrauisch irgendwie. Keine Ahnung, was da los ist. Und wir haben Hunger. Höchste Zeit, hier was aus dem Kopf zu naschen. Und dann sollen wir uns nach Matthias umsehen. Achso, bis Merhuyet ist noch ein kleines Stückchen. Na gut, dann reiten wir halt noch ein bisschen. Ich dachte, Matthias würde hier irgendwie, keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, dass er an der Mühle arbeitet. What's going on out there? So, aber bis Merhuyet ist es nicht weit und unser Pferd ist super schnell. Hallöchen. So, ist Matthias der Stallbursche, frage ich mich gerade. Oh, oh. Okay, Spiel gespeichert. Ich dachte schon, es wäre abgestürzt. Ah. Das ist vom Überfall hier. Ein Kreuz an der Tür. Hallo? Ja. Vinzenz? Achso, die schläft. Ich dachte schon, der wäre irgendwas passiert.
Wahrscheinlich ist ihr auch irgendwas passiert, nämlich ein Überfall. Man konnte nur nicht sehen, ob sie irgendwie eine Verletzung davon getragen hat oder was. Hallo, jemand hier? Bist du Matthias? Das ist Johann. I'll be with you. What's happened here? Things are bad. Very bad. First we get attacked by them brigands. Barely come out of that alive. Oh nein. The plague. Plague, you say? Indeed so. Something's up with the village. Even the livestock are dying. It's a gruesome sight. Deswegen waren die Pferde so abgemagert. Scheiße. I'm looking for Matthias. He works as a stable hand at the stud farm. Matthias? The brigands got him pulled out. He's lying wounded at the stud. Okay. Mit dem reden wir noch. Tell me more about this plague. It sounds terrible. Worse than you can imagine. The old stud, livestock, sheep, chickens. All dead or dying. No doubt the people will be next. Melikar's old woman's taken to her bed. And it doesn't look good. Stroh's wife and brother, oh, more and more. I'm sorry to hear it. Oh, scheiße. I'd like to talk to Stroh. I see. Well, if you stand at the main gate of the stables and look across the road, you'll see Stroh's house on the right. Where will I find Melikar? If you stand at the main gate of the stables and look across the road, Melikar's is the house on the left. Who are Melikar and Stroh? That's right. You're not from round here, are you? Melikar's the one looking after things round here now. Before that, it was down to Smil from the Neuf stud. But they killed him that time they raided the place. And young Stroh is the son of Andrew, a local woodcutter. Or was, I should say. The bandit saw to that. The old man isn't taking it well. Oh, crap, crap, crap. Did you put up a fight? We most certainly did. Once Melikar heard young Stroh shouting to the hills, he handed everyone a pitchfork or a flail, and we ambushed the bastards. Good on you. How did it turn out? We gave them what for until they turned tail and ran. But they cut up young Stroh. Something awful. He didn't live to see morning. Hmm. Who attacked you? I don't know. Some bandits. Ever since Scalitz was raised, they've been marauding the whole province. I heard the bandits didn't get very far here, though. Luckily, young Stroh saw them still over by the cross and woke the whole village. We even captured one. He's tied up now at Melikar's place. But then, the disease came. Okay, thanks. Das wird interessant. That'll be all for now. Interessanter, als ich dachte. Viel interessanter wahrscheinlich. Okay, wir schauen mal ins Questlog. Sprich mit Matthias. Der ist B, drüben im Dings, okay. Und verhöre den Gefangenen. Der ist bei Melikar. Da wissen wir leider nicht, wo der sich befindet. Da kann man nur vermuten. So, hier irgendwo im Stall. Da hinten. Das dürfte er sein. Oh, scheiße, lebt er noch? Hal? You're a sight for sore eyes. What are you doing here? It's good to see you too, Matthias. Sir Radzig sent me here to investigate the raid. Sir Radzig? Looks like you've come up in the world, mate. You're here as his envoy? Ja, so ähnlich. He took me into his garrison. Hal, the blacksmith's boy, in the service of his lordship. Who'd have ever thought it? My luck hasn't been so good. You survived. That's something to thank God for. True enough. If I were in your shoes, I'd get the hell out of here. There's some disease spreading. Disease? Folk is saying it's the plague. Whatever it is, it's bad.
It started the day after the raid. First the horses got sick, then other animals, and now people are falling ill too. Damn! Are you alright? Well, at least I haven't caught the sickness. But you've been hurt. It happened during the raid. One of those damned bandits fell on me, horse and all. My arm's badly broken, but better than a broken neck. Yeah. Tell me about the raid. What do you want to know? Alles. I know you've got courage enough for any man, but how did a bunch of untrained villagers manage to hold off armed bandits? One of the village lads caught sight of them coming through the woods and told Melikar, who roused the whole village, and everyone grabbed what they could. Pitchforks, axes, flails, and we went out to face them. What? You mounted an assault against them? Aye, and that was the key. It was the last thing those whoresons expected. A few of them still managed to break through to the village, probably wanted to torture. But even the women here were armed with what they could find, and they took the bastards by surprise. Gut gemacht. Can you describe the raiders? Sehr gut organisiert. I don't know. They came at dusk, so you couldn't see their faces. About 20 of them. They weren't humans, though. They spoke Czech. You talked to them? No. They were shouting at us. They were very sure of themselves to begin with, but when we hit them in the woods, they didn't look so brave. I hear one of the raiders was taken captive. I'd like to question him. Aye, old Melikar let him have it over the head with a flail. And now he's locked up in the barn. But be careful. Why's that? That fucker killed young Straw, and his old man's sharpening his sickle for him. Melikar still hasn't decided what to do with him. Okay. I can tell you what he'll do with him. He'll hand him over to Sir Radzig's envoy. Me. I doubt Melikar will let him go willingly. The folk here are baying for blood. Lives have been lost. First the raid, and now this plague. God knows what they'll do. Okay, das hört sich nicht so cool an. I hear one of the raiders was taken captive. I'd like to question him. Why, old Melikar, let him have it over the... Why's that? That fucker... I can tell you what he'll do with... I doubt Melikar... Okay. Ja, irgendwie ist es immer noch weiß. Keine Ahnung. Tell me about the raid. What do you want to know? Nichts, weil ich mich verklickt habe. About this sickness. Who's ill now? I don't know. What with my arm the way it is, I don't go outdoors much. But I know Melikar and Straw have sick ones at home. What are the signs that someone's getting sick? I don't leave the house much, but folk complain of fever and shakes. Some are throwing their guts up, and others are spewing from the other end. Has anyone died from it? Aye. Old Vurba. Although he was already on his last leg, so no one knows for sure if it was the plague that got him. Either way, the animals are dropping like flies, and people will end up the same for sure. Ja, hoffentlich nicht. When did this plague start? The day after the raid. The horses were lying down in the stable, so we knew something was up. By afternoon, they were all dead. Then other animals started getting sick, one after the other, and then people. Das hört sich alles nicht so cool an, ehrlich gesagt. Can I ask you a bit about Merhoyed yet? I haven't been here long enough to learn much, but ask away. Can you tell me something about old Straw? He's a woodcutter, tough as they come and a hothead. He's been out of his mind since his boy died. It's normal to grieve, though. Depends how you look at it. Folk are afraid he'll snap or drink himself to death. What's worse, his wife caught the sickness, and he's not taking care of her. Ach, du Scheiße. Where can I find this Straw? When you take the main gate out of the stables, you'll see two cottages outside. Straw lives in the right-hand one. Okay. What's Melikar like? The locals look up to him. Smil used to be in charge here, but he was killed in Neuhof. I know. Sir Hanush hasn't had time to appoint a new vassal, and folk need someone to speak for them, so they picked Melikar. Ein Gemeiner? Naja, Smil war ja auch irgendwie, glaube ich, ne? Kein Edelmann. Thank God you had someone here who could take the reins. Aye.
Where does Melikar live? When you take the main gate out of the stables, you'll see two cottages outside. Melikar lives in the left-hand one. Okay, gut. Die sind direkt nebeneinander. Ach, der sieht echt aus wie tot. Sofort zusammengebrochen. Okay. Haupttorstall hier. Und dann, ja, hier wohnen die beiden. Und der Gefangene ist bei Melikar. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal zuerst zu Stroh gehen. Was mache ich hier? Keine Ahnung. Und damit Melikar sprechen. Aber die Seuche, ne, deswegen auch das Kreuz an der Tür. Weil da jemand wohnt, der die Seuche hat. Ja, hört sich alles nicht so sehr cool an. Wir werden das rausfinden beim nächsten Mal, was hier vor sich geht, hoffe ich. Und bis dahin gucken wir uns noch einen Codex-Eintrag an. Na, vielleicht Handwerk und Zünfte, weil wir einem Händler sein Siegel geklaut haben. Das hängt ja damit zusammen. Handwerk und Zünfte. Die Gesellschaft einer mittelalterlichen Stadt bestand vornehmlich aus Handwerkern und Händlern, die für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wachstum der Stadt sorgten. Aufgrund ihrer Bürgerrechte konnten sie ihrer Tätigkeit nachgehen und besaßen das Marktrecht. Außerdem genossen sie Privilegien wie den Schutz durch die Stadt, eine gute Gesundheitsversorgung und den Zugang zu Lebensmitteln. Dafür hatten sie aber auch Verpflichtungen. Sie mussten Abgaben auf jeden Verkauf und Transport über die Stadtgrenze entrichten. Doch im Prinzip war die Stadt von ihren Handwerkern und Händlern abhängig. Es war für das Wohl der Stadt entscheidend, dass sie nicht wegzogen, um ihrem Geschäft andernorts nachzugehen und es dort weiter zu vererben. Ja, wir heute auch noch. Toll, herzlichen Glückwunsch. Ja, manchmal waren mehrere Handwerker desselben Berufsfeldes gleichzeitig in einer Stadt tätig. Diese begannen sich nach und nach in Gruppen mit politischen und wirtschaftlichen Regeln zu organisieren, die man Zünfte oder Gilden nannte. Sie hatten eigene Amtssiegel und Flaggen mit dem vom Herrscher gewährten Zunftwappen. Jedes Mitglied einer Zunft konnte sich der Unterstützung der anderen Mitglieder sicher sein und man einigte sich gemeinsam auf Preise, die Regelung des Handels und die Unterweisung von Lehrlingen sowie ihre jeweiligen Pflichten. Nur Mitgliedern einer Zunft war es gestattet, Waren zu verkaufen oder dem Handwerk nachzugehen. Das war's für heute also, edle Damen und Herren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Gehabt euch wohl!